Ich weiß nicht, wie kommst du denn auf die Idee? Bei der ersten Kurve denkst du von. Wie? Weil du sie so bedrängt hast und so unsicher gemacht hast, dass sie gar nicht bedenken konnte, weil sie Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Ganz einfache Küchenpsychologie. Sag doch, jeder sieht doch da, dass man da rückwärts durch muss. Dann entspann dich. Ja, danke. Im Sommerhaus ist der Bauer immer noch sauer. Das Problem ist halt, kann's noch passieren. Ich kann nicht immer für fünf kämpfen. Es geht nicht. Guck mal, wie ich brauche auch mal jemanden, auf den ich mich einfach blind verlassen kann. Das ist so übel. Das triggert mich so hart, also auch emotional, weil ich diese Themen auch durchhabe mit Partnern. Das ist schon so lange zurück. Und wie gesagt, ich habe das aufarbeitet in Therapien und in meinem eigenen Buch und auf meinem Kanal. Aber ich kann das so nachempfinden. Das ist so eklig. Und schick dem Bauer Patrick bitte dieses Video hierher. Üble Nummer, was er da tut. Schatz, du musst jetzt nicht... Lass mich jetzt einfach nicht. Ja, was denn? Du brauchst mich jetzt nicht eine Viertelstunde voll quatschen. Nein. Und jetzt ruhig weinen. Komm mal her. Ja, nein, Schatz, aber die kommen... Er tut's, als würde ich sowas extra machen, Mann. Es kann doch mal passieren. Du musst aufhören damit. Der macht immer weiter. Ja. Auch in der Beziehung, sag ich mal, muss man klare und präzise kommunizieren. Und genauso auch hier bei diesem Spiel. Diese zart verpackten Verbesserungs... Ihr müsst euch überlegen... Der Sascha versuchte ihm beizubringen, hör auf jetzt, komm runter, lass es ist zu viel. Auch die Yvonne hat das ihm gesagt, also die Saschas Yvonne. Der Mario Basler selbst sagt das jetzt ihm und der macht trotzdem weiter. Der zieht sein Ego-Ding komplett durch gegen seine Frau, die er angeblich liebt. Vorschläge nimmt sich die bedröppelte Parksünderin gewiss zu Herzen, falls sie noch bei bäuerlichen Zinnen ist. Gab Ärger ein bisschen. Was? Gab ein bisschen Stress. Teilweise ist es natürlich auch ein Sinnbild, was auch vielleicht irgendwo in der Beziehung manchmal schiefläuft, weil die Kommunikation stimmt nicht. Nee, es liegt einfach an deinem Charakter, ihr Charakter und an deiner Art und Weise ihr gegenüber. Boah, du müsstest mal eine Frau wie mich geraten. Ne? Boah, ich würde dir echt alles beibringen. Boah, es tut mir so leid, es tut mir so leid, unglaublich. Kommunikation ist wahrlich das A und O. Deshalb sollte selbst bei Abwesenheit der Schuldigen jeder ruhig wissen, wie der weltbeste Wagenlenker unter seiner Parkkralle litt. Ganz ehrlich. Ich hätte gedacht. Soll ich dir was sagen? Ich drück da rückwärts einen 40-Tonner durch. Und wenn man einfach mal da oben drei Synapsen mehr zusammenschaltet, dann ist doch klar, dass ich da rückwärts durch muss. Dass ich da um diese Haarnadelkurve komme ich doch nicht einfach rum. Der macht einfach weiter und regt sich da auf. Nervt es, wenn ich immer für fünf mitdenken muss. Nein, weißt du, was ich glaube? Und jemand anderes verlässt sich dann immer nur mal, ja. Aber kissiert nachher die Leute, ja, wir sind zu gut und was weiß ich. Also, weißt du, warum? Warum wir gut sind? Weißt du, warum wir gut sind? Ja. Aber das ist scheiße, das macht man nicht. Man gewinnt oder verliert als Team zusammen. Man sagt nicht, ja, wegen mir. Na, das macht Dankeschön. Und der checkt es nicht. Obwohl ihm das seine Vertrauten da in diesem Format sagen, macht er einfach weiter und checkt es nicht. Klare Ansage. Ich weiß schon, was du meinst. Zu Hause fahre ich alles. Ob Traktor, Stapler, Radlader, Bagger. Ihr könnt sogar aus dem Fenster könnt ich sagen, in welche Richtung die einschlagen. Oh, meine Fresse, du bist halt perfekt. Ich bin's nicht, okay? Mit Anhänger dran in irgendeine enge Lücke rein. Junge, ist das cringe. Und damit ist das Thema nun wirklich gegessen. Nach einem kleinen Nachschlag. Weißt du, was mich interessieren würde? Ich würde gern die Rollen tauschen. Okay? Ich würde einfach mal das Problem. Ich kann es halt nicht erklären, Mann. In dem Moment wusste ich nicht, okay, wenn ich jetzt rechts einschlage. Mann, irgendwann bist du so durcheinander. Und wenn das alles auch noch rückwärts ist. Sobald es unangenehm wird. Sobald es halt ein bisschen komplizierter wird, habe ich das Gefühl, dass Antonia sich dann auch mal schnell drückt. Das war für mich, da war bei mir der Ofen aus. Also das ist ja, also, das ist, also. Jetzt, ich weiß, ich habe gesagt, ich war jetzt entspannt, aber ich hätte auch schon wieder heulen können, wie blöd. Weil ich vorher gedacht habe, das Spiel liegt vor uns, habe ich gedacht. Und das ist das, was ich meine. Ja, viele oder einige YouTuber, also Reaction-YouTuber, regen sich auf wie Erik, oh mein Gott, für Sendezeit alles tut und so. Und nein, wir sollten den Fokus auf sowas legen. Sowas, die Gesellschaft aufmerksam machen, toxische Beziehungen aufzeigen und sagen, das ist falsch, ja, und gehört unterbunden. Liebe Frauen oder auch lieber Mann, wenn es umgekehrt wäre, lasst das euch nicht gefallen. Das ist krank, ja, und nicht die wahre Liebe, ja. Oder die, was die Liebe wahrer sein soll. Weißt du, wenn du das jetzt eigentlich willst und du kannst es einfach nicht, du kannst es einfach nicht. Ja.
das macht mich einfach traurig, dann zu sehen, du Schatz, du könntest das eigentlich, aber warum geht's dann plötzlich? Warum kannst du das nicht ab? Dann solltest du vielleicht mal überlegen, warum sie das dann plötzlich nicht mehr kann. Rufen dein Wissen, okay? Die tut mir so leid. Unglaublich, 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 wirklich unglaublich. So, ja, und dann geht es eigentlich noch um die Aufbröselung, wer gewonnen hat und wer nicht. Und dann kommt der große Stress, weil alle auf Erik draufgehen, wie er angeblich seine Freundin behandelt. Und ja, ich sehe das halt einfach komplett anders. Ich finde es auch nicht so wichtig, dass wir das hier heute thematisieren müssen. Ich finde wirklich viel wichtiger, den Fokus auf Bauer Patrick zu legen, weil das wirklich uns allen helfen wird, in Zukunft vielleicht andere Beziehungen zu führen, glücklicher zu sein und sich von sowas zu lösen, von sowas Toxischem, Ekligem, Giftigem. Ja, Freunde, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das mit der Beziehung? Kennt ihr so eine Beziehung? Habt ihr wie ich vielleicht auch schon sowas erlebt? Hat es euch auch erfasst, empathisch? Wie ist das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, ja, war es das, die Reaction für Folge 5. Ich bin sehr gespannt, wie Folge 6 wird. Das soll ja unfassbar cringe werden. Sind wir gespannt und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hab euch lieb, bleibt gesund und bis bald. Tschüss zusammen.